Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Ja, es ist nicht wieder Zeit, wie ich vom anderen Kanal sage, sondern es ist mal Zeit für ein Zeitschriften-Review. Denn ich habe mir gedacht, jetzt wo ich so viele Pokémon-Produkte wieder anpacke hier auf dem Kanal, die ganzen Karmesin und Purpur-Sets oder Entwicklung in Paldea und sowas, wäre es doch mal ganz interessant, das Pokémon-Magazin vorzustellen, was ich glaube einmal im Monat rauskommt, wo nämlich oftmals auch so die Funpacks dabei sind. Habe ich mir damals auch ein paar Mal gekauft, um an Funpacks zu kommen, um dann ein Video zu machen. Das war ganz nice. Und Extras sind auch immer dabei, wie jetzt in dem Fall hier. Ein Pokéball-Metall-Box-Set in vier verschiedenen Designs. Sehen wir gleich im Heft, was es da gibt. Dann haben wir einmal eine Metalldose im Pokéball-Design mit einem Pikachu-Radiergummi und Pikachu-Notizblock. Ja. Ich würde sagen, wir machen das mal hier ganz vorsichtig ab. Das ist nämlich mit so viel Klebestreifen hier festgeklebt. Das ist unwahrscheinlich. Also. Ich dachte schon, über Blue Ocean macht das krass, aber Panini ist da kein Deut besser. Die bappen das hier mit unzähligen Klebestreifen. Ich will nicht sagen Tesastreifen, ich weiß nicht, ob es Tesa ist, aber Klebestreifen, unzählige Klebestreifen. So. Machen wir hier mal ab. Und dann hier ganz vorsichtig auch hier. Das reißt nämlich hinten schon wieder ein, gerade hier, wenn es um die Ecke rumgeht. Also irgendwie ist das ein langer Streifen. Zack. Erste Klebestreifen ist ab. Aber es geht ja noch weiter. Wir haben hier noch einen Klebestreifen. Und wenn man denkt, es wäre nur dieser Klebestreifen mitnichten, es ist noch ein Klebestreifen und den müssen wir zuerst runter machen, der das Funpack hier festhält. Denn der klebt noch auf dem anderen drauf. Ach Gott, oh Gott, Leute, Leute, Leute. Alter Schwede. Und bis wohin geht er denn bitte? Bis hierhin. Das ist nicht zu glauben. Also, wie viel Klebestreifen hier verwendet wird, kannst du dir echt nicht ausdenken. So, auch hier, dann ist das Funpack schon mal weg. Auch mal gut, wenn es dann hier um die Ecke rumgeht und auf der Innenseite vom Heft nochmal. Klebestreifen ist sehr gut. Sehr schön. Ach, pappische Angelegenheit. So, und dann nochmal hier ein großer Klebestreifen, der auch nochmal bis zur Mitte hier geht, da wo mein Finger ist. Also viel hilft viel. Also ganz ehrlich, die Hälfte hätte es doch auch getan. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, aber gut. So, jetzt müssen wir hier noch den Klebestreifen lösen und dann haben wir es geschafft. Also, ich glaube, die Hälfte vom Video ist Klebestreifen entfernen und die andere Hälfte gucken wir uns das Heft bzw. die Extras an. Faszinierend. So, jetzt hängt es noch hier fest, also ziehen wir es ja auch noch runter. Ach du meine Güte, jetzt hat sich auch noch der Klebestreifen seine Bestandteile aufgelöst. In zwei Teile zumindest. So. Mir auch diesen Klebestreifen ab. Okay, also hier haben wir das Heft ohne Extras mit super Gewinnspiel. Schnappst du dir alle hier Pokémon, das offizielle Magazin. Ausgabe Nummer 191 übrigens. 4,99 am Kiosk vom Panini Verlag hier. Die erfolgreich erforsche, die erfolgreich, mein Gott, erforsche die Paldea-Region in Karmesin und Purpur. Coole Poster, hier Karmesin und Purpur-Poster, nice. Und hier mit verschiedenen Pokémon. Sehr cool. Also jetzt klebt es natürlich hier drinnen schon, weil hier noch Kleberückstände sind von dem Klebestreifen. Ja, ganz toll. Grandios. Dieser Kleber, ey. Ah, es ist zum Kotzen. Cool. Direkt mal innen drin, komm, schon mal abgerissen. Naja. Also, hier sieht man es. Hier Werbung für Togo übrigens. Willkommen bei den Louds. Dann dein Mega Extra. Eins von vier Mega Sets. Super cool und super praktisch. Diese Dosen passen in jede Tasche. Welches Set hast du? Ja, wir haben hier das erste Pikachu und Pokéball. Hier die Pokéball-Tin, Pikachu-Radierer und das Schreibblöckchen. Genau, Metallbox plus Pokémon-Radierer plus Schreibblöckchen. Pikachu und Pokéball haben wir. Dann haben wir hier noch Nachtara und den Finsterball, Mewtwo und den Meisterball oder Glurak und den Luxusball. Sehr cool. Ah, die Extras sind schon nicht schlecht. Dann haben wir das große Galar-Quiz. Ja, hier 8 Fragen, Lösung auf Seite 34. Aber das machen wir jetzt nicht. Dann haben wir Karmesin und Purpur erforschen die Paldea-Region. Talentiertes Trio.
Bailonda, Skelokrok und Maskagato. Genau, dann haben wir die Pokémon EX, genau, die sind neu in, oder wieder da, besser gesagt. Vertraut und doch anders. Tentera und Tentagra. Schlickda, Schlicktri, genau, Hefel. Backel, das ist auch gut, ein Friedwurf, Mastifiosi. Sehr, sehr cool. Dann Pokémon-Spaß von Insel zu Insel. Anscheinend ein Spiel oder ein Rätsel. Dann klein oder groß. Ah, wie groß die einzelnen Pokémon sind, das ist immer schwierig. Das kann, der Schein kann trügen. Das Weilot sieht aus wie ein Wal, aber es kann trotzdem recht klein sein. Hm. Weiß man nicht. Schattengewimmel, okay, muss man die passenden Schatten dazu finden. Dann Pokémon Meisterreisen, die Serie, Anführer gesucht. Jetzt wahrscheinlich um verschiedene Folgen oder so, wo ein bisschen was erzählt wird hier. Screenshots aus der Serie. Sehr, sehr cool. Geht Go's Plan auf. Weiter geht's auf Seite 22. Okay. Ist die ganze Folge hier als Comic, mehr oder weniger, also Comic in Anführungszeichen abgedichtet. Ne? Wer weiß. Da haben wir das riesig coole Karmesin und Purpur Poster. Das sieht echt geil aus. Und hier dann Ash und Go hier mit den Pokémons. Sehr nice. Und dann geht's hier weiter. Was weißt du über diese Pokémon? Ein paar Fragen. Meisterreisen, die Serie, Fortsetzung von Seite 16. Okay, da geht es nochmal weiter. Das ist anscheinend echt über eine Folge, die hier gezeigt wird. Die Reise geht weiter. Hm. Oh, dann das Star Wars Universum Magazin. Okay, das ist anscheinend die Kindervariante, weil ich habe das offizielle Star Wars Magazin, das ist das Journal of the Wills im Abo. Das ist ganz cool, aber das richtet sich an Erwachsene. Das, wenn ich mir hier die Extras angucke, wohl eher Richtung Kinder geht. Das Star Wars Universum Magazin. Okay, naja, nichts für mich. Dann haben wir Pokémon Spaß, teste dich. Dann ein mega Gewinnspiel. Welches Pokémon kann sich in alles verwandeln, was es sieht? A, das Ditto oder B, das Mauzi? Hm, schwierig. Gewinnen kann man ein Puzzle. 6 Leute können jeweils ein Puzzle gewinnen. Pokémon bereit zu kämpfen. Dann haben wir offizielle Pokédex. Ein Kubuin oder mir doch Kubuin, würde ich sagen, ein Pinguin-Pokémon und ein Legios, ein Formations-Pokémon. Legios hat keine Vorstufen, entwickelt sich nicht. Und hier, das hat Formen, Tiefkühlkopf und den Wohlfühlkopf. Ah ja. Dann haben wir, du bist dran, hier haben wir Zeichnungen, Leserbriefe und so. Hier die sogenannte Pokémon-Post. Sehr, sehr coole Zeichnungen, die dabei sind, muss ich schon sagen. Ich konnte nicht so gut malen als Kind. Und dann schauen wir schon die Vorschau aufs nächste Heft. Das erscheint am 7. Juli und enthält, oh, das ist mal was Cooleres, muss ich sagen, als so eine komische Metalldose hier mit Radierer und Block. Ein Trainerband, also ein Schweißband quasi, wo Pokémon draufsteht. Plus 2 Funpacks mit insgesamt 6 Sammelspielkarten. Ich bin hier mal gespannt, ob das auch beides hier zu Karmesin und Purpur Funpacks sind. Oder ob es vielleicht schon Funpacks dann zur Erweiterung, Entwicklung in Paldea gibt. Oder ob eins der Funpacks, oder vielleicht sogar auch beide noch alte aus Schwert und Schild sind. Wer weiß. Das werden wir am 7. Juli erfahren. Dann nämlich, wenn die neue Ausgabe des Pokémon-Magazins im Handel erhältlich ist, die ich natürlich auch kaufen werde und sie euch hier zeigen möchte. So, dann haben wir noch vielleicht paar verschiedene Pokémon-Produkte hier. Pikachu, dein Modell zum selber bauen. Sieht so ein bisschen Origami-mäßig aus. Dann Pokémon Power. 1001 Sticker und das große Stickerbuch. Und dann hier noch Pokémon Mangas hier, Schwert und Schild, Band 1 bis 4 bereits erhältlich, X und Y, Band 1 bis 6, Pokémon Sonne und Mond, Band 1 bis 6, Pokémon Schwarz und Weiß, Band 1 bis 9, Pokémon die ersten Abenteuer 1 bis 42, Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir 1 bis 3, Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2, 1 bis 4 und Pokémon Reisen, Band 1 bis 4. Ich weiß nicht, ob irgendwann nochmal was zu Karmesin und Purpur rauskommt. Schauen wir mal. Ja, das war also das Heft. Dann würde ich sagen, schauen wir uns als nächstes noch die Metalldose und so an. Bin schon gespannt, wie das aussieht. So, dann ist es offen, aber ich glaube, ich brauche eine Schere, oder? Kriege ich das so aus? Nee, ich muss mir echt die Schere zur Hilfe holen. Aber das ist nicht schlimm, die habe ich hierher. Hier sieht man auch nochmal 1 von 4 Pokémon Metallboxen, 1 von 4 Pokémon Radierern und 1 von 4 Schreibblöcken. So, da hätten wir dann hier, zack,
den Pokerball. Hier von den Verlags GmbH drauf. Okay. Das ist ansonsten leer, aber da können wir dann wahrscheinlich, würde ich mal behaupten, hier, ja, passt rein und natürlich den Radiergummi reintun. Also, wir haben hier ein kleines Schreibblöckchen, vielleicht ist es sogar Post-its. Ne, nichts zum Kleben, einfach nur kleine Notizblöckchen hier mit einem Pokéball und einem Pikachu drauf. Und dann hier nochmal ein Pikachu als Radiergummi. Sehr, sehr cool. Und dann kann der Deckel wieder drauf. Und wir haben Pikachu in einem Pokéball gefangen. Witzig. Okay. Aber das war nicht alles. Wir haben noch ein Funpack. Karmesin und Purpur. Drei zusätzliche Spielkarten. Eine Reverse, meine ich. Aber ich habe noch nie gesehen, glaube ich, dass es eine Holo, eine Reverse Rare ist. Mal gucken, ob wir da mal Glück haben. Wir haben hier ein Quacks, eine normale Kamenkarte. Dann haben wir ein Gladiantri, ebenfalls eine Kamenkarte. Und eine Ankamen immerhin, ein Drift-Cepedi als Reverse-Karte hier. Und dann natürlich noch ein kleines Booklet, Karmesin und Purpur. Hier haben wir Pokémon TCG, dann Pokémon TV. Pokémon-Kartendecks hier für Sammelkartenspiel, dann strahlender Diamant und leuchtende Perle. Pokémon Snap, dann Pokémon Play oder Play Pokémon und dann Fragen zu Karmesin und Purpur, wo man sich da dann hinwenden kann, hast du Fragen zum Spiel. Ja, das also der Inhalt des Pokémon-Magazins Ausgabe 191 mit einem Funpack und einer kleinen Metalldose mit Radierer und Schreibblock. Ja. Dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr denn von dem Pokémon-Magazin? Hat ja jetzt nicht so direkt mit dem Kartenspiel was zu tun, außer dass halt immer so Funpacks drin sind, aber ich fand es trotzdem mal ganz witzig. Kauft ihr euch das Heft auch? Ich meine, es ist ja natürlich primär an Kinder gerichtet, ganz klare Sache. Mein Sohn findet das zum Beispiel ziemlich cool, der fährt da voll drauf ab. Ja, der hat da seine helle Freude dran, der findet es gut. Dem kaufe ich auch immer mal eine Ausgabe. Das ist dann ganz witzig und vor allem freut sich immer mal, wenn ein Funpack auspacken darf. Auch wenn da natürlich halt keine EX-Karten drin sind oder was weiß ich, Illustration Rares oder sowas. Aber trotz allem, er hat trotzdem Spaß dran und immerhin eine Glitzerkarte mit der Reverse-Karte hier drin, ja. Jo, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr von dem Heft haltet. Kauft euch da die einzelnen Ausgaben. Kauft euch das vielleicht, um an Funpacks ranzukommen oder sowas. Haltet ihr generell von den Funpacks? Ja, im Vergleich zu den Booster-Packs natürlich absolut katastrophal, da ist ja gar keine Chance auf einen Hit oder so. Oder hattet ihr vielleicht sogar doch mal einen Hit in einem Funpack? Würde mich auch mal interessieren. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Oder auch sonst alles, was euch so einfällt zum Thema Pokémon, Sammelkartenspiel, Karmesin und Purpur, Schwert und Schild oder aber auch Sonne und Mond oder andere Zyklen im Sammelkartenspiel, aber auch die Videospiele, die Animes, die Mangas, wurscht egal, alles, was irgendwie hier thematisch dazu passt. Haut's mal in die Kommentare und lasst uns da ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.